Wird die Stadt Bremen bald eher mit dem Mannequin Piss anstatt der Bremer Stadtmusikanten als Sehenswürdigkeit in Verbindung gebracht? Vor dem historischen Überseemuseum in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs gibt's nämlich ein Problem. Es stinkt und keine Ahnung, ich bin hier nicht sehr gerne und vor allem auch nicht sehr gerne alleine. Und das ist schon ein starker, wenn man so will, Pissegeruch. Ne? Also ja, schon sehr penetrant. Wenn man die Maske abnimmt, nicht so geil. Man merkt so, hier ist auf jeden Fall, man kann sich nicht anlehnen und so. Nicht nur Passanten finden es hier unangenehm, besonders die Mitarbeiter des Überseemuseums sind genervt wegen des penetranten Gestanks. Das Problem, wenn ich es mal als Wildpinkeln bezeichnen darf, ist tags und nachts. Es würden sich die Säulen oder die Ecken an unserem Personaleingang oder an anderen Nischen gesucht. Das ist tagtäglich. Rinnsäle des Urins fließen an den Bürgersteigen runter. Im vergangenen Sommer wurde das Pinkelproblem so schlimm, dass seitdem täglich ein Reinigungsservice rund um das Museum putzt und desinfiziert. Kostenpunkt im Jahr knapp 13.000 Euro, die das Museum aus eigener Tasche bezahlen muss. Die Reinigungskräfte Sven und Stefan Bernhardt, die hier täglich über eine Stunde säubern, haben schon öfters Wildpinkler auf frischer Tat ertappt. Im Sommer ist es am schlimmsten. Da kommst du dann an und hast irgendwo, blöd gesagt, ein paar, zwei, drei Bomben rumliegen, dass sie dann wirklich dahin geschissen haben, auf Deutsch gesagt. Die musst du dann wegmachen und dann der Geruch kommt dazu. Das ist dann immer dieses Schlimme. Rund 10 Liter Reinigungsmittel verbrauchen die beiden für das denkmalgeschützte Museum in der Woche. Neben Urinlachen finden Sven und Stefan auch täglich Müll, Spritzen und Essensreste. Zum Monatsersten hin, wenn es Geld gibt, dann ist hier immer gut am Museum Partystimmung. Besonders schlimm sind die Zustände an unserem Personaleingang. Da ist eine geschützte Säule, die gern genutzt wird, um dort zu urinieren. Im Übrigen vom Anzugträger bis zu Menschen, die kein Zuhause haben. Dieses Problem des Wildpinkelns zieht sich durch alle sozialen Schichten. Toiletten gibt es in der Nähe des Museums, nur 100 Meter weiter im Bremer Hauptbahnhof. Die Lösung scheint so nahe, aber... Wir haben Toiletten, klar, die kosten was. Dass man vielleicht auch die Toiletten im Bahnhof nicht teuer macht. Die Stadt versucht schon seit längerem, das Problem um den Hauptbahnhof zu lösen. Da ist es allerdings nicht nur mit Toiletten getan. Wir versuchen, das Toilettenangebot derzeit für die dauerhaft am Bahnhof befindlichen Personen noch mal auszuweiten. Das ist allerdings nicht so ganz einfach, weil wir eben in der Vergangenheit missbräuchliche Benutzung festgestellt haben. Wir versuchen jetzt, weiter Urinale aufzustellen, auch weitere Toiletten aufzustellen. Diese müssen allerdings dauerhaft betreut werden. Zwei Urinale wurden schon nahe des Bahnhofs aufgestellt. Außerdem gibt es nun verstärkt Polizeikontrollen. Den Wildpinklern wird der Kampf angesagt, sodass Sven und Stefan Bernhardt hier künftig hoffentlich weniger zu tun haben.